Hallo, ich möchte jetzt zu dir über die neue Zeit des Herzens sprechen. Und zwar das, über das, was Dolores Cannon als die neue Erde bezeichnet hat. Ich habe dazu auch einen Blog geschrieben, den du gerne auf meiner Seite connieracher.com lesen kannst. Dazu gibt es auch einige Links zu Meditationen und zu anderen Artikeln, die hilfreich sein können und ein bisschen mehr erklären. Das ist ein bisschen ein längeres Video jetzt. Ich lade dich ein, dich bequem hinzusetzen, auch die Augen zu schließen, wenn du möchtest, und dir das anzuhören, was ich dir zu sagen habe, wenn du damit in Resonanz gehst, natürlich. Und zwar hat das sehr stark mit dem zu tun, was ich früher als Feng Shui Practitioner gemacht habe. Hier habe ich den Einfluss von Zeitqualitäten sehr intensiv studiert. Und in der chinesischen Metaphysik wird Zeit nicht als linear gesehen, sondern als zyklische Entwicklungen. Und sie haben dafür sehr genaue Strukturen im Laufe der Jahrtausende entwickelt. Und ich habe das immer als sehr interessant und auch hilfreich befunden. Alle 20 Jahre passiert im Universum eine energetische Veränderung. Der Spirit, der die letzten 20 Jahre die Welt dominiert hat, übergibt das Zepter einer neuen Energie. Und das ist das Spirit der Neuen oder das Trigramm Li. So hat das mein Metaphysiklehrer Joseph Yu immer anschaulich erklärt. Die Periode 9 hat am 4. Februar 2024 begonnen und dauert 20 Jahre lang bis Anfang Februar 2044. Die Basis dafür ist das System der 8 Trigramme. Diese stellen die Bausteine für die 64 Hexagramme im I Ching, dem chinesischen Weisheitskanon, dar. Und jedes dieser Trigramme wird einem der 5 Elemente, einer persönlichen Qualität, einem Geschlecht, einem Organ, einem Körperteil und vielen anderen Eigenschaften zugeordnet. Die alten Chinesen hatten uns da viel voraus, weil sie eben die Zeit zyklisch gesehen haben. Es gibt verschiedene Zeitzyklen, unter anderem den 60-Jahre-Zyklus und den Zyklus der 9 Perioden. Ich möchte jetzt gerne kurz über das Holzdrachenjahr zu euch sprechen. Das Holzdrachenjahr hat im Sonnenkalender am 4. Februar begonnen und wiederholt sich alle 60 Jahre. Der Drache ist das stärkste der 12 Tiere und wird als Messenger vom Himmel bezeichnet. Das ist eine sehr starke überirdische Kraft. Die Holzqualität steht für eine revolutionäre, nach oben strebende Energie. In vielen Quellen wird 2024 als das Jahr der göttlich inspirierten Revolution und Veränderungen bezeichnet. Ein Jahr jenseits von unserer Vorstellung. Wir können uns also glücklich schätzen, in dieser Zeit geboren zu sein und Veränderungen zum Positiven mit beeinflussen zu können. Auch Lee Harris, ein Channeler, dem ich regelmäßig folge, bezeichnet 2024 als ein Jahr der inneren Stärke und der Revolution. Hier einige Empfehlungen für das Holzdrachenjahr. Werde dir klar, was du wirklich willst im Leben und wer du bist. Holzdrachenjahre sind bestens geeignet, um die Samen für Neues zu sehen. Es genügen am Anfang grobe Ideen. Willst du heuer etwa mehr Freiheit erleben, mehr Spaß, mehr Freude? Willst du zum Beispiel mehr reisen, öfter Freunde treffen? Oder willst du mehr Ruhe? Was auch immer. Und stell dir immer vor, du lebst diese Qualitäten schon und empfinde Freude und Dankbarkeit dafür. Ein anderer Tipp ist, suche und erlaube neue Möglichkeiten. Zum Beispiel, was willst du global erleben? Willst du mehr Frieden auf der Welt? Wenn das ein Fokus von dir ist, wo siehst du den Frieden in deinem Leben? Und sag dir, ich erlaube die Möglichkeit, Frieden auf der Welt zu sehen und suche die kleinsten Hinweise auch in dir. Beschäftige dich mit dir, reflektiere, denk darüber nach, meditiere und gehe den Weg des Lichts. Auch dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben, der hier verlinkt ist. Und so kannst du diese Qualitäten optimal nutzen. Und wenn du mehr über das Holzdrachenjahr wissen willst, hier gibt es noch einen Link in meinem Blog, wo der Engländer Nicholas Haynes sehr ausführlich darüber berichtet. Eine andere Art der Zeiteinteilung sind 20-Jahresperioden. Und wie schon erwähnt, steht jede dieser Zeitperioden unter einem gewissen Stern aus dem Universum gemeint. Was erwartet uns daher in der Periode 9 in diesen nächsten 20 Jahren aufgrund der Merkmale von Li? Im I Ching, dieses Weisheitsbuch der chinesischen Metaphysik, steht: Li ist Feuer, Li ist die Sonne, Helligkeit,
Augen, Herz und steht für die mittlere Tochter. Die Sonnentätigkeit hat sich in den letzten Jahren immens verstärkt. Und man kann das wirklich auf Space Weather und in anderen Quellen täglich verfolgen. Und der Einfluss auf den Menschen ist nachweisbar. Der deutsche Physiker Dieter Broers beschreibt die Entwicklungen regelmäßig auf seinem YouTube-Kanal. Das heißt, es wird bahnbrechende Erfindungen, spektakuläre Ereignisse geben. Feuer wird gestärkt vom Holz im Elementezyklus. Holz steht für Schreiben, Intellektualität und auch für Spiritualität. Diese Tendenzen werden sichtbar werden. Li steht für erfahrene, gebildete, starke Frauen, die ihren Standpunkt gut vertreten können, die nach außen strahlen. Stellen wir uns also auf eine Zeit der starken Frauen ein. Das Organ, das von Li repräsentiert wird, ist das Herz und steht für intensive Emotionen. Da Li eine feminine Energie ist, sind nicht nur Frauen stärker davon betroffen, sondern natürlich sind auch die Männer aufgefordert, ihrer femininen Seite Gehör zu schenken und der Kraft des Herzens zu folgen. Viele Männer sind sehr auf ihren Verstand konzentriert und weniger auf ihre Intuition. Männer dürfen daher lernen, ihre Gefühle auszudrücken und zu ihnen zu stehen. Allgemein gilt: Folge deinem Herzen. Was ist damit gemeint? Stärke die Liebe, die aus deinem Herzen kommt. Liebe dich selbst und liebe andere Menschen bedingungslos. Lerne zu verzeihen und hör auf, über andere Menschen negativ zu sprechen, sie zu beurteilen, sie abzuurteilen, sie zu bewerten. Sehe sie, als ob sie erleuchtet wären, als sie ihr höchstes Potenzial schon erreicht hätten, auch wenn das manchmal schwierig erscheint. Es gibt da eine Meditation, die dir auch helfen kann. Lerne auch auf dein Herz zu hören, wenn es um Entscheidungen geht. Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an? Lee Harris bezeichnet das als den Body-Test, denn der Körper sagt ja immer viel genauer als der analytische Teil deines Hirns, was dir gut tut und was nicht. Der Körperteil im Li-Trigramm sind die Augen, somit auch das dritte Auge, also unsere Intuition ist davon betroffen. Lerne daher zu sehen, was du wirklich sehen willst und intuitiv zu erfüllen, was Sache ist. Ignoriere das, was du ohnehin nicht ändern kannst. Meditiere regelmäßig und verbinde dich mit deinem hohen Selbst, mit deiner Essenz, mit deinem Superbewusstsein. Und du bekommst die Antworten, die du suchst. Und sehe dieses Verhalten wie eine neue Formel des Wohlbefindens und sage dir diese Sätze immer wieder regelmäßig. Wenn du nicht dem Ruf des Herzens folgst, wenn du Rachsucht übst, nicht verzeihen kannst, abwertend über andere Menschen sprichst und sie schlecht behandelst, auch viele Ängste erlebt, dann wird das zu dir verstärkt zurückkommen als unangenehme Ereignisse. Das könnte man als Karma bezeichnen. Und das ist das, was Dolores Cannon als die alte Erde bezeichnet. Denn was jetzt passiert, auch verursacht durch die immense Intensität der Sonnenstürme, ist eine Bewusstseinsanhebung und dadurch eine sehr schnelle Manifestation von Gedanken im realen Leben. Du kannst also Positives und Negatives manifestieren. Sei dir dessen voll bewusst. Herzprobleme, unangenehme mentale Befindlichkeiten, Depressionen, Angstzustände und andere Probleme können auftreten, wenn du nicht im Flow bist. Wenn wir uns daher mit diesen positiven Aspekten des Herzens anfreunden, dann können wir uns leichter daran gewöhnen und wir können uns auch mit unseren Intentionen auf sehr positive Entwicklungen einstellen. Wenn wir wissen, dass die Energie des Herzens eine wesentliche Rolle spielen wird, dann können wir uns einen liebenswerteren Umgang untereinander wünschen, mehr Frieden und Liebe in der Welt visualisieren. Wenn wir das jetzt zu Beginn der Periode 9 selbst in unserem Leben schon praktizieren, dann nehmen wir das Positive schon vorweg und helfen, dass es sich stärker und schneller auf der Welt zeigt. Und wir wissen auch, dass wir noch ein bisschen Geduld brauchen, bis sich mehr Gutes in der Welt zeigt. Insofern hilft uns dieses Wissen nicht zu verzweifeln, wenn wir manchmal unten sind und uns nicht so gut fühlen. Das heißt, das Mantra, mit dem ich dich entlassen möchte, ist: Live what you like, what you would like to see in the world. Lebe das, was du in der Welt sehen willst. Diesen Satz kannst du zu deinem Mantra machen, wenn du möchtest.